Viele Menschen erzählen den anderen Menschen, wie sie zu leben haben. Wir kennen verschiedene Gesellschaftsordnungen, Menschen, die höchst unterschiedlich miteinander lebten und leben. Auch heute noch gibt es verschiedene Lebensentwürfe für ein Zusammenleben von vielen Menschen in einer Gesellschaftsordnung, zum Beispiel in anderen Ländern. Die Interessen aller Menschen in einem Gebiet zu koordinieren und eine freiheitliche Ordnung für alle Menschen in einem Land zu organisieren, ist nicht so einfach. Man sollte sich auf einiges einigen, denn es kann nicht das Recht des Stärkeren existieren, weil dann Kämpfe unvermeidlich sind unter der Bevölkerung und den einzelnen Menschen. Denn sie wollen herausfinden, wer der Stärkere ist und die Freiheit eines jeden einzelnen Menschen nicht gewährleistet ist. Auch will man so viele verschiedene Lebensentwürfe eines Lebens von einzelnen Mitmenschen ermöglichen. Also eine Grundeinstellung der Menschen und eine Organisation von Staatsinstitutionen sind unbedingt wichtig. Wirtschaften, so dass jeder Mensch im Lande versorgt ist mit dem, was er braucht zum Leben und Sicherheit, zum Schaffen vor ausländischen Feinden und vor Kriminellen im Lande, ist auch wichtig. Eine minimale Bildung der Menschen muss man voraussetzen. Sie sollte jeder Mensch im Lande bekommen. Und sie sollten in Schulen eine soziale Grundeinstellung lernen und ein Verständnis für andere Lebensweisen und für zwischenmenschliches Miteinander sollte erlernt werden oder erfahren werden. Die Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Energie etc. und der Grundbedürfnisse eines Menschen sollten immer gewährleistet sein. Die Menschen im Land sollten Recht und Unrecht unterscheiden können und erlernen. Es sollte ein funktionierendes Kollektiv geben, das aufgebaut ist auf vielen freiheitlichen Lebenden verschiedener Mitmenschen, die sich respektieren und achten und jeder oder jeden die Würde eines Menschen leben lassen. Es sollte dynamische Prozesse der Erneuerung und des Wandels des Systems und der Gesellschaftsordnung und der allgemeinen Organisation des Gemeinwirtschaftens stattfinden können, im politischen und gesellschaftlichen Sinne, zu einer anpassungsfähigen und einer immer zukunftsträchtigeren Gesellschaft und ein Land, das die positiv modernen Strömung des Lebenswandels der Menschen aufnimmt und einbaut in das System und in die Gesellschaftsordnung.